Wir sind in der Aqua Botanica. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch mal kurz, wie das neue Blatt der Monstera Deliciosa sich entwickelt. Das ist wirklich fantastisch anzusehen. Nach wie vor in dem kleinen Töpfchen hier funktioniert das wunderbar. So, und jetzt sehen wir hier nochmal ein Blattstiel. Wir machen heute einfach mal ein Update, so just for fun, mal eben. So, siehst du wohl, ne? Ist gelb geworden langsam und dann können wir den abziehen. Die hatten wir letztens schon abgezogen und soweit ist das okay. Wir sehen auch hier nochmal die Luftwurzeln, die wir zurückgeschnitten hatten. Ganz einfach, weil ich sie nicht haben wollte. Und hier wächst eine Wurzel an der Wand entlang. Ja, die lasse ich jetzt tatsächlich auch mal dran. Ganz einfach, damit die Pflanze sich auch festhalten kann von ganz alleine. Denn auch das ist denkbar und möglich. Ja, sicherlich, irgendwann muss man dann mal, wenn die Pflanze wegkommt, neu streichen. Aber das ist nun auch nicht das ganz große Problem. Von daher das mal kurz als erstes mitgenommen. Palmtechnisch werde ich die Tage was machen, auf jeden Fall. Das wollen wir mitnehmen, wie die Werte darin aussehen. Heute nicht. Heute machen wir einen Just-for-Fun-Rundgang. Wir sehen hier den Gummibaum, wo wir den Neuaustrieb hatten. Der war noch ganz klein, so groß ungefähr bis hier, ne? Und den haben wir zurückgeschnitten, um die Pflanze anzuregen, neu auszutreiben. Macht sie zwar aber nicht da, wo sie es soll. Wenn er scharf steht, sollte eigentlich hier in dem Bereich austreiben. Ich drehe das mal ganz kurz oder beispielsweise hier, damit sich das Ganze verzweigt. Das funktioniert aber tatsächlich nicht wirklich, sondern hier oben. Da, wo wir den Neuaustrieb weggenommen haben, ich guck mal von oben, da können wir das vielleicht auch sehen. Ist jetzt natürlich von der Einstellung her nicht so einfach, aber ich gucke mal, ja, man kann es sehen. Also auf beiden Seiten entwickeln sich Neuaustriebe. Aber tatsächlich nur im oberen Bereich. Ich wollte eigentlich, dass er also auch hier irgendwo austreibt und sich verzweigt, macht er nicht. Sondern er schickt tatsächlich die ganze Kraft hier oben hinein. Das ist schon mal interessant mitzunehmen. Werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen, begleiten, wie viele andere Sachen auch. So, das heißt, wir machen auch Updates hier aus dem Becken, wenn wir schon in der Aqua Botanica sind. Hier die Neocaridina. Ja, ich bin einfach nur begeistert von diesen Tieren, von der Farbgebung. Also es ist braun, dunkelbraun bis schwarz, blau, ja, blau marmoriert könnte man sagen. Also ganz unterschiedliche Farbgebungen sind hier drin, aber interessant auch, dass sie auch relativ stabil sind in der Farbgebung. Hier sehen wir jetzt gerade ein Baby, sind übrigens sehr viele momentan unterwegs. Auch wenn wir sie jetzt vielleicht, ach, da unten auch, auch wenn wir sie jetzt nicht unbedingt alle sehen können, aber auf jeden Fall klappt das hier mit den Neocaridina wunderbar. Draußen scheint übrigens die Sonne. Ja, coole Sache. Okay. Mit dem nächsten Becken geht es weiter. Hier die Red Fancy Tiger. Machen sich wunderbar. Ja, ist schon krass anzusehen, was sich hier so entwickelt momentan. Ich hoffe, es wackelt jetzt nicht zu doll. Hier sehen wir eine Yoda-Schnecke. Und wir sehen auch hier im Aquarium, dass die Algen auf dem Rückmarsch sind. Wer sich erinnert, das war ja voll, also wirklich voll gewesen. Das reguliert sich von ganz alleine mit der Zeit. So, ich musste gerade Akku wechseln, deswegen war ich so schnell unterwegs. So, okay, jetzt haben wir hier eine Pflanze und zwar unsere Schildkrötenpflanze. Ja, macht sich wunderbar, muss ich sagen, hier in der Selbstbewässerung. Müsste ich eigentlich auch mal checken, was Sache ist, aber momentan nicht unbedingt, denn sie wächst fröhlich munter weiter und kommt schon hier unten an. Ja, coole Sache, dass auch das tatsächlich funktioniert. Und hier im Aquarium ist tatsächlich auch ein Trieb am Wachsen. Interessanterweise ist das Becken wieder milchig geworden. Ja, es war schon mal fast klar gewesen, aber ist okay. So, hier sehen wir dann die Super Crystal Red, nicht, sondern die Crystal Red. Auch hier kann man sehen, ein Weibchen mit Eiern. Interessanterweise, in allen Becken, in allen Aquarium ist jetzt, ja, Ostern. Lol, in dem Sinne. Also überall sind tatsächlich Tiere mit Eiern. Das ist sehr interessant, da erzähle ich gleich auch noch was zu. Einmal kurz hier reingeguckt. Wir gucken gleich noch etwas näher in die ganze Geschichte. Nur ich hatte sie gerade gefüttert, dann können wir sie schon mal etwas besser sehen. Auch hier lauter Eiertanten. Okay, Aqua Botanica. Ich verrate es heute. Top Secret. Das kriegst du heute schon mal mit. Gleich. Gleich, komm, eine Pflanze noch. Und zwar unsere Vanilleorchidee. Das ist die panaschierte Form.
Ja, auch hier, die Pflanze wächst wunderbar. Ist zwar jetzt ein bisschen gelbstichig durch die Lampe hier oben, die Sansi 36 Watt LED. Aber ich muss sagen, das verkraftet die Pflanze interessanterweise. Ich dachte erst, das wäre too much, ist aber nicht so. Aber auch schön mitzunehmen, dass das tatsächlich hier mit der Vanille-Orchidee funktioniert. Coole Sache. Ja, mittlerweile ist sie also hier unten angekommen. Das sind jetzt bis zum Boden vielleicht noch, ja, 60 cm vielleicht. Dann wird sie also ganz unten ankommen. Es ist schon krass, ne, dass das so funktioniert. Vanillefeuchtigkeit hast du ja gerade gesehen und Temperatur auch. Ja, okay, top secret. Top. Top of the pop. Das ist unser Becken Nummer 13, gestartet am 2.1.23. Ich habe das auch gefilmt, das Ganze, was ich hier gemacht habe, wie ich das gemacht habe. Das sehen wir heute natürlicherweise noch nicht, denn das Projekt läuft noch etwas länger. Aber ich wollte schon mal gezeigt haben, was das für ein Kasten ist und was für ein Becken in dem Sinne. Ja, kannst du erahnen, ne? Ganz genau. Ein Blümchenbecken mit Wasserablauf hier unten tatsächlich. Also Wasserwechsel ist hier ganz einfach. Lol. Nee, nicht wirklich dafür gedacht, weil hier unten ist natürlich ein bisschen zu niedrig. Aber der Kasten hat einen Henkel. Ich heb das mal so ein bisschen an hier. So, dann kann man den hochheben, irgendwo draufstellen. Und dann kann man hier tatsächlich Wasser ablassen. Ja, was es damit genau auf sich hat, das verrate ich jetzt allerdings noch nicht. Das Ganze läuft tatsächlich auch hier mit Luftheber, mit einer Membranpumpe. Ja, da wird Luft in den... mehr will ich nicht zeigen. Das sehen wir dann später. Aber ich wollte schon mal erwähnt haben, wie das jetzt tatsächlich mit dem Top-Secret-Projekt aussieht, dass du weißt, was hier steht. Was genau da drin ist, sage ich jetzt allerdings noch nicht. So, unsere Aralie, die habe ich hier reingestellt. Die kommt unten aus unserem... Ja, aus unserem Dschungel. Gecheckt habe ich noch gar nichts, bin ich ganz ehrlich. Wird ganz normal gegossen und gedüngt. Ist so, ne? So, dann kommen wir zu unserem Kakaopflänzchen, Bäumchen. Der stand ja vorher hier direkt unter der Lampe und das war dem Bäumchen also nicht mehr so geheuer. Hatte einige Probleme gehabt, hat auch Blätter hier oben abgeschmissen. Jetzt sieht der neue Trieb aber, würde ich sagen, wieder richtig gut aus. Also ich denke mal, es lag tatsächlich am Licht. Aber das werden wir so in schätze mal 2-3 Wochen sehen, wie die Krone sich dann entwickelt hier. Die Verzweigung übrigens machen die Kakaobäumchen von ganz alleine. Da braucht man gar nichts zu machen. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann wird sie tatsächlich zu groß. So, und dann kommen wir jetzt tatsächlich zum nächsten Becken. Und das sind hier die Crystal Red aussortierten hier. Dort habe ich auch ein paar andere Tiere mit drin. Wir sehen hier schon Wildformen, die sich entwickelt hat tatsächlich. Die sind übrigens wunderschön, muss ich sagen. Je nachdem, wie das Licht einfällt, haben die auch verschiedene Farbgebung von Schwarz über Blau, Grün. Es ist schon sehr interessant, wie die Generationen sich nach und nach entwickeln. Auch hier sind einige Weibchen schon mit Eiern tatsächlich drin. Also wie gesagt, in allen Becken. Ne? Das fing an so ungefähr, was haben wir jetzt, Ende Januar? Ich würde sagen so erste, zweite Januarwoche. Da war überall Paarungsschwimmen wie verrückt, also wirklich wie verrückt. Und dazu erzähle ich jetzt mal was. Wir haben nämlich in allen Becken, hier, da nicht, da auch und da auch, immer mal wieder ein Tier, das gefressen wurde. Ja, ist so. Ne? Also wir hatten, woran es genau liegt, ich kann es nur vermuten, aber ich erzähle es jetzt einfach mal so, wie ich es vermute. Und zwar Paarungsschwimmen kostet natürlich viel Energie den Tieren und ist auch mit Stress verbunden, ganz klarer Fall. Insbesondere, wenn ganz viele Tiere drin sind. Und ich vermute einfach mal, dass der eine oder andere dann geschwächelt hat nach dem Paarungsschwimmen. Und da die Garnelen nun mal so sind, dass sie auch Karnivoren sind, also Fleisch fressen, und wenn sie was zu packen kriegen, dann fressen die das auch. Ja, und wenn du dann halt gerade mal total kaputt bist und dich dann vielleicht auch noch häutest, ja, dann hast du natürlich die schlechteste Karte gezogen in dem Sinne und wirst von den anderen aufgemampft. Ja, ja, ich habe mir unheimlich viele Gedanken darüber gemacht, weil wie gesagt, es war in jedem Becken so gewesen, es sind nicht viele Tiere gewesen. Ab und an mal ein Tier. Und heute Morgen war das nämlich hier auch wieder gewesen. Ich will mal eben gucken, den finde ich nicht mehr, den haben sie schon aufgefressen. Ja, die sind so. Da kennen die nichts. Das ja, ist halt so gegeben. Ich vermute, dass es tatsächlich daran lag. Und du siehst auch schon, hier ist kein Holz mehr drin. Das habe ich rausgenommen, weil ich vermutet hatte, dass es vielleicht am Holz liegen könnte. Aber wie gesagt, die Geschichte muss ich dann jetzt noch längere Zeit beobachten. Ich zeige das dann jetzt auch noch mal kurz in dem Zusammenhang. Hier sehen wir das Erlenholz, diese dicken Stücke, die hatte ich hier unten drin gehabt. Und in dem Becken war das also ziemlich aggressiv, muss ich sagen, mit den Tieren. Die haben also wirklich sich gegenseitig gejagt, irgendwann auch. Ich vermute, dass also, wie gesagt, an dem Paarungsschwimmen lag, dass schwache Tiere dann gefressen wurden. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Holz hier rausgeholt. Man sieht ja auch schon, ich habe es jetzt hier im Raum liegen gehabt, dass es also anfängt zu
schimmeln in diesem Bereich, hier also Pilze entwickeln. Und es ist so, ich rieche natürlich auch, wenn ich irgendwas vermute. Und das Holz hat also tatsächlich auch gestunken. Ja, ist definitiv so. Also die Vermutung lag da auch nahe von mir aus jetzt hier, dass das Holz dann dementsprechend auch irgendwas abgibt an schädlichen Stoffen, bedingt durch Zersetzungsprozesse, dass es einfach too much war. Das war so der erste Gedanke. Aber der zweite Gedanke, wie gesagt, war dann doch stressbedingt, häutungsbedingt, dass schwache Tiere dann dementsprechend einfach verzehrt werden. So, dann kommen wir nochmal zur nächsten Pflanze, würde ich sagen, und zwar die Xanthosoma Frozen Planet, die wir hier gemeinsam umgetopft haben, eben den Stuhl an die Seite stellen hier. Nach wie vor wunderbar, hat in keinster Weise irgendwie gelitten, auch das neue Blatt macht sich wirklich prächtig, richtig klasse anzusehen. Ja, auch hier tatsächlich im Lavagranulat und das funktioniert richtig genial, muss ich sagen. Okay. Mit dem Becken geht es auch bald weiter hier. Da wird es jetzt eine Veränderung geben, die Tage, aber eins nach dem anderen. Denn momentan ist bei uns ja mehr oder weniger Frühjahrsputz angesagt im Januar, Ende Januar. Ja, weil jetzt etwas mehr Zeit gegeben ist und von daher machen wir das jetzt. Besser ist das, wenn der Frühling nämlich kommt, dann soll es draußen weitergehen. Und von daher möchte ich drinnen dann alles soweit fertig haben. Denn ab und zu muss man auch mal neu malern und so. Ne? Das ist schon ganz wichtig. So, unsere Efeutute Enjoy. Oh mein Gott, da bin ich so stolz drauf, dass die so einfach wächst. Ist aber nicht wirklich mein Zutun gegeben in dem Sinne. Denn wir haben sie mal geflutet damals hier. Und seitdem habe ich da wohl nichts mehr gemacht, hatte ich auch schon mal erzählt. Und seitdem wächst sie wirklich prächtig, muss ich sagen. Wir hatten sie mit Leitungswasser mal geflutet hier, weil irgendwas nicht in Ordnung war. Und seitdem funzt das hier richtig gut, muss ich sagen. Also total klasse. So, dann kommen wir zum nächsten Projekt. Und zwar hier, ja, mit unserem Terrarium. Ist abgedeckt, aber nicht luftdicht. Ne? Also ein bisschen Luft ist dazwischen. Ich habe das Gummi hier rausgenommen damals, damit das eben nicht luftdicht abgeschlossen ist. Und auch das Projekt läuft richtig klasse, muss ich sagen. Total genial. Das ist ein Selbstläufer. Ich brauche so gut wie gar nichts machen. Das Einzige, was ich mache, ich nehme den Deckel hoch hier. So. Sorry, puste da rein, aber nur tagsüber, ne? Nicht in der Nacht, wenn es dunkel ist, denn dann brauchen die Pflanzen kein CO2. Aber da wir ja selber CO2 produzieren, aus unserer Atemluft, ja, ist das tatsächlich eine tolle Sache für die Pflanzen hier, muss ich sagen. Ich versuche mal eben das hinzubekommen, ich nehme mal die Kamera in der anderen Hand, dass wir mal von der Perspektive von oben reingucken können. Jawohl, das sieht also richtig gut aus, muss ich sagen, total genial. Wie gesagt, ist ein Selbstläufer. Richtig klasse. So, und dann kommen wir gleich auch schon zur nächsten Pflanze, würde ich sagen. Und zwar, wo habe ich sie denn? Ach, da hinten. Da. Ich habe sie immer noch nicht gerupft, aber werde ich die Tage machen. Also die alten Blätter hier rausgenommen, das sollte man von Zeit zu Zeit mal machen. Joa, aber es eilt nicht. So, hier unsere Abmoosung. Gucken wir mal eben rein, ob wir da was erkennen können. Wir hatten ja schon mal geguckt. Ja, hier sehen wir eine Wurzel tatsächlich. Ja, also das Projekt ist auch ein Selbstläufer. Seitdem wir das gemacht haben, habe ich also gar nichts mehr gemacht. Wir hatten das jetzt zugemacht hier. Und ja, ist ein Selbstläufer. Ich habe nicht mehr gegossen, hier gar nichts mehr. Wenn man hier so ein bisschen vorsichtig drückt, dann merkt man auch, dass es immer noch feucht ist. Hier, man sieht auch hier, ja, Beschlag. Ne? Also das ist schon ein Selbstläufer. Vielleicht werde ich die Tage mal ein bisschen, aber man kann es ja auch hier oben beobachten, wenn das anfängt hier trocken zu werden tatsächlich, dann kann man das Ganze mal ein bisschen anfeuchten. Aber seitdem wir es gemacht haben, ups, sorry, jetzt hätte ich fast was umgekickt hier. Seitdem wir es gemacht haben, ja, ist es tatsächlich ein Selbstläufer. Also da brauchte ich bis dato gar nichts mehr machen. Die Galaxy Pinto Red, auch hier ganz viele, ja, Weibchen mit Eiern tatsächlich. Also ist schon interessant anzusehen, wie das dann ganz plötzlich funktioniert. Ne? Ich hatte mir schon Gedanken gemacht, wieso, weshalb, warum hier gar keine Nachkommen mehr sind. Aber es ist halt so, diese hat eine Ruhephase und die nutzen die Tiere einfach, um dann im Frühjahr, in dem Sinne, ja, Frühjahr, was heißt Frühjahr, jetzt im Januar dementsprechend dann, also Neujahr, sagen wir mal, nach Neujahr, wieder durchzustarten und dann tatsächlich alle Becken auf einmal. Ne? Als wenn sie sich alle abgesprochen hätten. Aber nach wie vor habe ich noch nicht herausbekommen, wie die Tiere wissen, dass sie jetzt eine Ruhephase haben und wie sie wissen, dass sie jetzt wieder in dem Sinne loslegen können, sich zu vermehren. Das ist nach wie vor immer noch so ein kleines Phänomen, das wir irgendwann mal rauskriegen wollen, ganz klarer Fall. Und die Tiere sind so schön. Ich hatte hier in dem Becken erst geplant, das Moos zurückzunehmen, weil es doch schon heftig gewachsen ist. Aber ich belasse es jetzt so aus einem ganz einfachen Grund, weil jetzt hier die Jungen irgendwann kommen. Und das heißt, hier im Moosteppich
haben die Jungtiere natürlich enorm viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Denn wie gesagt, Garnelen sind Karnivoren. Das heißt also, die werden auch, wenn sie können und Hunger haben vor allen Dingen, sich an die Babys vergreifen. Das ist definitiv so. Von daher sollte man schon dafür sorgen, dass die Babys sich verstecken können. Und das ist natürlich die beste Variante überhaupt. Darin können sie sich sehr gut verstecken. Von daher das auch mal kurz so als Wissen in dem Sinne tatsächlich schon mal mitgenommen. So, wir haben hier schon mal eine F3 drin. Also hier sind ja alles F2, also F2-Generation. Das wird eine spannende Geschichte für die F3 dann dementsprechend zu sehen, was sich da entwickelt. Aber wir hatten, bevor die Ruhephase anfing, ein Weibchen noch mit Eiern gehabt hier. Und die Tiere sind natürlich schon etwas größer, die werde ich jetzt wahrscheinlich nicht finden. Meistens ist ja so, wenn du suchst, dann gerade spontan siehst du sie nicht. Ich sehe sie tatsächlich gerade nicht. Nee. Naja, egal, wenn die anderen dann da sind, wird das auf jeden Fall eine spannende Geschichte, weil dort ganz andere Farbschläge rauskommen werden. Hier, das ist einer beispielsweise. Genau, das ist einer von der F3 jetzt schon. Der hat schon wieder eine viel kräftigere Farbe als die F2-Generation, auch wenn man das jetzt nicht unbedingt so erkennen kann. Das sind so Nuancen tatsächlich. Aber hier war eine drin, die war fast ganz rot. Nicht wahr, ist eine drin, die war fast ganz rot. Und die hatte vom Rotanteil her ganz anderen Farbschlag. Ich gucke gerade noch mal rum, hier, ob ich sie irgendwo sehe. Nein, ich sehe sie gerade nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall wird das eine spannende Geschichte mit der F3-Generation hier. Ne? Was da alles bei rumschlüpft dann dementsprechend farbtechnisch, wird schon sehr interessant. Und das sind sehr agile Tiere, muss ich sagen. Also richtig lebhaft. Okay, das ist auf jeden Fall mehr als spannend, was dann dementsprechend die Farbgebung später mal angehen wird. Moos im Glas. Ja, das ist das Moos aus unserem Aquarium, was ich mal übrig hatte. Und das habe ich halt hier im Glas, zur Anzucht tatsächlich auch. Und das klappt wunderbar, muss ich sagen. Also richtig schöne, kräftige Farbe. Steht auf Fußboden rum, bekommt natürlich auch Zusatzbeleuchtung, ganz klarer Fall von oben. Zwar nicht viel, aber vollkommen ausreichend für das Moos. Allerdings muss ich hier schon bald etwas ernten, damit das nicht zu dicht wird. Denn irgendwann, wenn innen gar kein Licht hinkommt, denke ich mal, sieht das dann nicht mehr von innen schön aus in dem Sinne. Das heißt, dann können wir noch mehr vermehren. Hier hatten wir tatsächlich Osmosewasser genommen und mit einem Milliliter von dem Mikro, nicht für einen Meter, ne? Ein Milliliter so Mikronährstoffen. Und das ist also vollkommen ausreichend. Seitdem habe ich hier auch nichts mehr verändert oder so. Das ist eine total klasse Sache, muss ich sagen, mit dem Moos, dass das so einfach funktioniert. Ich meine, das sieht ja auch so schön aus, ne? Ohne Tiere tatsächlich. Total klasse Sache. So, im Hintergrund sehen wir jetzt die Kobra nochmal. Mal gucken, wie die jetzt aussieht. Ja, sie bekommt doch wieder einen Braunanteil hier tatsächlich, aber okay. Ja, das ist halt, wie gesagt, nicht ganz so einfach mit dem Schätzchen, aber auch. Wir begleiten es trotzdem weiter. Ist halt so, ne? Die Palme hier mit ihrem neuen Blättchen hat sich also wunderbar entwickelt tatsächlich. Hier hängt noch so ein was dran. So, dann nochmal kurz gezeigt hier unsere Monstera Adansonii in der Wasserkultur. Jetzt plätschert es gerade ein bisschen, weil hier unten steht noch ein Gefäß mit einer Pumpe drin. Auch hier funzt das wunderbar, muss ich sagen. Total klasse. Die bleibt jetzt auch erstmal hier stehen. Mal gucken, ob ich sie dann irgendwo hochrankern lasse. Und ja. Einfach so, ne? Just for fun im Wasser, läuft, wenn man weiß wie. Total genial. So, ich glaube, dann haben wir jetzt soweit das Wichtigste tatsächlich auch durch. Hier können wir jetzt nicht viel sehen, ich mache trotzdem mal kurz ein Licht an. Jetzt haben wir sehen können, wie es jetzt aussieht. Hier das Becken ist fertig im Prinzip, eingefahren. Also das, ja, könnte man bestücken in dem Sinne oder weiter voranbringen, wie auch immer. Aber ich habe es im Moment nicht eilig. Ich habe jetzt andere Projekte am Laufen im Haus erstmal und das ist wichtiger und von daher kann das hier einfach vor sich hin plätschern. Da braucht man nichts verändern. Und mal gucken, was sich so vielleicht selbstständig auch entwickelt in einem Aquarium. Das kann durchaus nach ein paar Monaten mal sehr interessant werden, was sich auch selbstständig tatsächlich entwickelt an Lebewesen. So, dann darf ich mich auch mal setzen. Ist schon interessant, in welch kurzer Zeit das Ganze sich hier entwickelt hat. Aquabotanica, also Aquarien und Pflanzen in einer Gemeinschaft. Und ich muss sagen, die Pflanzen hier in Aquabotanica entwickeln sich einfacher, ich will jetzt nicht sagen besser, aber einfacher als in einem normalen Raum, in dem Sinne, in einem normalen Zimmer. Aber wir haben auch gesehen, Luftfeuchtigkeit ist relativ niedrig, muss ich sagen, dafür, dass wir so viele Aquarien haben. Die sind alle nicht abgedeckt, das heißt, es verdunstet hier auch viel Wasser. Trotz alledem kaum
nicht kaum, Quark mit Soße, eine relativ niedrige Luftfeuchtigkeit. Das ist schon interessant zu sehen, dass das im Winter ganz anders aussieht als jetzt vom Frühjahr bis zum Herbst. Dementsprechend, wenn die Heizungen aus sind, das darf man nicht vergessen. Aber auch hier werden wir im Laufe der Zeit dann mitnehmen können, wie sich das entwickelt. Das werde ich zwischendurch immer wieder mal zeigen, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit sich hier im Raum tatsächlich zeigen. Alles schon interessant auch zu sehen bei den Tieren jetzt hier, bei den Garnelen, bei den Zwergkarnelen, bei den Neokaridinern und bei den Karidinern jetzt hier, dass sozusagen Startschuss da war in der Vermehrung. Also das fand ich sehr interessant. Wir machen das ja noch nicht ganz so lange, im Prinzip jetzt ja ein Jahr ungefähr, und das nehmen wir dieses Jahr das erste Mal mit, dass es also eine Ruhephase gab, ja, kurz vor Weihnachten irgendwann war das gewesen, und dann jetzt halt zum Januar, gut, jetzt aber Ende Januar, aber die Startphase war schon Mitte Januar, kannst du sagen, vielleicht ein paar Tage früher sogar, dass dann die Vermehrung schlagartig bei allen Tieren gleichzeitig wieder stattfindet. Als hätten sie sich abgesprochen? Nein, natürlich nicht, ganz klarer Fall. Aber welcher Parameter oder welcher Faktor hat das ausgelöst? Das Einzige, was ich gemacht habe, wir haben, seitdem ich das ausprobiert hatte, die Lichtdauer erhöht. Also hier sind tatsächlich wieder, ja, 12 bis ein bisschen mehr manchmal, je nachdem. Manchmal bin ich auch sehr spät abends noch hier drin und gucke mir die Tiere an und beobachte sie halt auch, und dann ist auch schon mal etwas länger das Licht an, also tatsächlich mehr als sonst. Wir hatten vorher, ja, ich weiß auch nicht genau, 6 Stunden vielleicht das Licht angehabt. Ich habe das immer so ein bisschen getimt, dass ich morgens mal 2 Stunden, dann mittags mal 2 Stunden, abends 2 Stunden, und irgendwann habe ich das Licht einfach angelassen von morgens bis abends. Und seitdem ist es tatsächlich so gewesen, dass die Vermehrung jetzt wieder stattfindet. Ob es aber dann liegt, weiß ich nicht. Dazu müsste ich noch einen Test machen. Das heißt also irgendwo anders in einem Raum, tatsächlich im Aquarium, wo dann dementsprechend Tiere drin sind, die weniger Licht bekommen. Nicht weniger, sondern von der Dauer her dementsprechend dann getimt, dass andere bekommen. In dem Sinne. So, okay, weißt Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Bereich der Aquabotanika. Und ich muss sagen, hier halte ich mich also wirklich sehr gerne auf, auch die ganze Geräuschkulisse, das beruhigt einfach. Man kann sich hier hinsetzen, die Tiere beobachten in Ruhe. Man sollte natürlich nicht zu viel füttern jedes Mal, ne? Ganz klarer Fall. Aber es ist schon schön zu sehen, wenn man dann füttert und die Tiere alle im Gesicht bekommt, dass man sie alle sehen kann, beobachten kann, wie entwickeln sie sich, welche Farbgebung haben sie und so weiter und so fort. So, okay, das mal kurz heute. Wie gesagt, wir werden dementsprechend dann jetzt hier drin erstmal was machen. Ja, das muss auch sein. Auch fürs Selbstbefinden ist es einfach gut, wenn man tatsächlich mal die Räumlichkeit ein bisschen frischer macht und nicht erst zum Frühjahr startet, wenn draußen ganz viel zu tun ist, weil dann kommt man nicht tatsächlich in enormen Stress, und das tut dann auch nicht gut. Und von daher haben wir uns jetzt entschlossen, dieses Jahr das Ganze mal ein bisschen früher anzugehen tatsächlich. Okay.